Hallöchen Leute, und da sind wir wieder mit einer neuen Aufnahme, also komplett neuen Aufnahme, mit dem sechsten Part zu Let's Play Cube. Ich bin hoffentlich wieder frisch und munter, durfte hier nochmal die Anfänge von diesen komischen Ballräumen machen, was ja zum Glück nicht so schwer war, wie das hier irgendwie, und ja, wir werden jetzt sehen, wie weit ich das diesmal schaffe, oder wie weit nicht. Falsche Taste. So, jetzt haben wir hier wieder unser komische Wegdingens. So. Und jetzt müssen wir echt mal überlegen. Wie bekomme ich diesen verdammten Ball auf diese verdammte Plattform? Beziehungsweise wie bekomme ich diesen verdammten Ball hier hin? Ich meine, es kann ja nicht so schwer sein. Ich habe da letztes Mal, glaube ich, jetzt schon 10 Minuten verbraucht oder irgendwie sowas. 10 oder 15, ich habe keine Ahnung, ich saß ewig dran. Und irgendwie versuche ich jetzt einfach nochmal was. So, sollte ich aber funktionieren. Und zwar jetzt mache ich so. Und dann habe ich den da gefangen. Das ist ja praktisch. Kann ich das so machen? Warte mal. Also wenn ich jetzt... Soll ich mal so ausprobieren? Wenn ich das mit dem Gelben so mache... Was dann passiert? Dann müsste ich den ja irgendwie... gefangen haben, oder? Also mehr oder weniger. OMG. Ja, auf jeden Fall. Es hat funktioniert. Gut. Warum auch immer ich da letztes Mal so lange vorsaß, man musste doch nur den... Das ist doch eigentlich total logisch und einfach. Egal, man denkt nur halt immer unlogisch. Uhi. Juhui! Juhu, wir haben wieder Kabelsalat. Oder so. Hui. Kaputtes Licht. Ich komme nicht dran. Das Kabel runterziehen. Oh, Ball und Kabelsalat. Das kann ja nichts Gutes heißen. Den geht jetzt aber auch höher. Ui. Was habe ich davon? Gar nichts. Also noch nichts. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass der blaue muss da drauf. Gut, das ist nicht nur so ein Gefühl, das ist eine verdammte Tatsache. Und dann machen wir das nicht so. Ja, nicht mehr runtergefallen. Genauso sieht es nämlich aus. Wie ist denn der jetzt da hingekommen? Ja, so viel... Ich hab's aber drauf, runterzufallen, oder? Geht er jetzt wieder an das Rote dran? Ja, tut er. So viel dazu. Das war jetzt nicht so ganz schwierig. Es wird gespeichert, das heißt, es kommt ein neuerer Abschnitt. Aber wir machen irgendwelche Bälle erstmal ein bisschen Spaß. Ui. Oh, die sind alle kaputt, die Bälle. Schade. Ui. Und das kann ja wieder lustig werden. Und wir machen den einfach hoch. Und den. Und den jetzt. Und dann halt irgendwie den. Keine Ahnung. Nein. Verdammt. So. Mehr oder weniger so. Lieber eher nicht so. Ach so. Fertig. Nicht. Der geht nur nach rechts, dreht er immer nur, ne? Dreht gar nicht nach links. Wenn er jetzt hier so nach links drehen würde und so, dies und das, ne? Das wäre voll cool alles, aber irgendwie, schon wieder planlos. Bin ich schon wieder planlos. Hat mir das jetzt was gebracht? Ja. Was auch immer ich da gerade getan habe. Ja, ja, und der nächste Quiz. Der nächste Quiz. Oh Gott, Deutsch, lässt grüßen. So, wo ist das Teil? Ja, hui. Voila. Lass mich mal hoch. Lass mich hier hoch.
So. So, du kommst hoch und du kommst hoch, weil ich es kann. Und jetzt kommst du hoch. Und irgendwie hat mir das gar nichts gebracht, glaube ich. Das ist ja auch eigentlich scheißegal. Hauptsache man hat Spaß bei der Sache. Den runter machen. So. Den hoch machen. Jetzt den hoch machen. So. Das müsste es ja mehr oder weniger gewesen sein. So viel dazu. Das war nicht so ganz richtig, glaube ich. Dann dreht nur nach rechts. Der muss da hin. Das heißt, er muss irgendwie hier so lang. Das wiederum heißt, dass ich keine Ahnung habe, wie ich das machen soll. So, Endlosschleife, hallo? Also wenn der von da so nach da gehen würde, das wäre ja schon ganz witzig eigentlich. Aber der haut von mir nicht ab, der Ball. Ne? Jetzt könnte man den ja versuchen, da hinzubacken. Auf jeden Fall, da ist dann ein rotes Kabel, dann geht bestimmt irgendwas Tolles wieder an. Ne, dann reißt er wieder irgendwelche witzigen Wände ein, und zwar irgendwie nach da so. Das ist ja alles schön und gut, aber ich habe trotzdem keine Ahnung, wie ich jetzt da den Ball hinkriege. ETF. So, machen wir dich mal weg. So, was haben wir nun? Neue Endlosschleife. Juhu. Was haben wir nun? Kein weiteren Erfolg. So, jetzt haben wir dich wieder an dem Ding. Toll. Und jetzt machen wir Puff. Ah. Das könnte vielleicht funktionieren. So. Nee, es funktioniert auch nicht so, wie ich dachte. Ah! So, bis wenn er dahinter ist. Ach, verdammt, da muss natürlich auch den springen lassen, den Ball. So, jetzt. Ich hoffe, der fällt bis hier hinter. Ich weiß das gar nicht mehr. Ja. So. Ah, der dreht eben trotzdem nur nach rechts. Hä? 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 Ich bin gerade voll überfragt, irgendwie so ein bisschen. Warum stehen hier auch zwei Blöcke im Weg? Das ist bestimmt extra gemacht von den Machern. Ja, von den Machern ist das gemacht. Ganz bestimmt. Das bringt es ja überhaupt nicht, dass er es hochfahren kann. Vielleicht bringt es das doch, dass er es hochfahren kann. Aha. Aha. Vielleicht bringt mir das ja irgendwas. Wie ich es bezweifle. Ui, ui, oder auch nicht. Also dann da, bla bla bla. Ui. Ah, warte mal. Das hat mir gebracht, gerade 0, nix. Das bringt mir auch alles 0, nix irgendwie. Okay, oh na, es ist zu spät. Nee, wäre gar nicht so spät. Das bringt einfach nix. Nee, irgendwie nicht so. Aber wie soll denn das jetzt funktionieren, bitte? Wie zur Hölle? Nein. Hä? Also, der Ball geht da und da und da. Das läuft doch immer auf selbe hinaus. Ob der jetzt da ist oder in China fällt ein Sack Reis um. Ah.
Aber er fährt ja trotzdem nur nach rechts, das bringt's mir alles nicht. Wenn ich den da wegmache, dann fährt er wieder gegen eine Wand. Was er jetzt gerade auch schon tut. Ja, ist ja super toll. Oh mein, und dann bin ich zu langsam und vergesse einfach alles. Das ist ja auch toll, ey. Ui, ui, was bringt mir das denn alles hier? Einfach gar nichts. Ui. Da er sich nämlich trotzdem nur nach rechts drehen kann, kann man dem irgendwie die Richtung ändern, sagen und so? Das wäre voll cool. Toll. Jetzt bin ich wieder hier gelandet. Das ist super. Oh, wie das Rätsels Lösung voll einfach sein muss. Weil sonst hätte ich hier nicht solche Probleme. Oh, und ich drück zu spät. Was muss hier damit was zu tun haben? Mann, das geht ja nicht anders. Keine Ahnung was, aber irgendwas muss das ja. Nee, so auch nicht. Vielleicht so. Mach den Weg kleiner, ist ja toll. Jetzt können wir den nur wieder im Kreis fahren lassen. Weil jetzt bleibt er wieder da hängen, weil der hier was im Wege hat zu stehen hat. Das ist doch alles scheiße. Entschuldigung. Wow, wie soll denn das jetzt... Hä? Boah, das ist nichts mehr für mich jetzt, glaube ich. Somit hier ist jetzt das Let's Play beendet, ne? Und, ja, ich hoffe, ja, es hat bis hierhin gefallen. Tschüss. Nein, natürlich nicht, aber... Hä? Das muss doch funktionieren! Ich will wissen, wie es funktioniert. Jetzt habe ich wieder eine Endlosschleife. Juhu, like a boss. Oh Mann, ey. Mit den runter und den hoch und den runter und den wieder hoch und dann habe ich verkackt. Was hat das mit dem auf sich? Der kommt doch nie dahin. Vielleicht wäre es mal interessant, wenn er dahin käme. Auf jeden Fall. Nein, 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 nein. Oh. Ah, geh doch hoch. Was bringt mir das alles? Gar nichts. Juhu, hallo Endlosschleife, wie geht's? Mir geht's gut. Und dir? Es ist scheißegal, wie man es macht. Der Ball kommt immer hierhin zurück. Immer. Es ist ein unlösbares Rätsel. So. Juhu, jetzt haben wir alles oben. Das bringt uns trotzdem nicht weiter. Hier waren wir am Anfang auch schon. Aber es ist schon mal eine spannendere Endlosschleife, oder? Aber trotzdem... OMG! Dankeschön! Vielen lieben Dank! Für die Blumen! Ich würde jetzt gerne Blumen haben! Alter Schwede! Juhu, es wird gespeichert! Ich muss dieses Rätsel nie wieder machen! Zumindest vorläufig nicht, da ich die Aufnahme nämlich jeden Moment zu Ende ist. Und zwar, wenn ich hier irgendwie in den nächsten Raum gekommen bin. Ah. Boxen wir uns hier durch. Und es wird wieder dunkel. Auf jeden Fall scheint es hier richtig zu sein. Wow. Schreckfaktor Number One, dieses Spiel, wa? Oder sollte es wohl ans Tageslicht gehen, aber das habe ich leider verpasst gerade. Und hier neues Rätsel, neues Glück, neuer Part wird folgen. Und zwar ziemlich bald bestimmt. Also, bis dahin, auf Wiedersehen.